Hey Leute, willkommen zur neuen Yogastunde hier auf Honor Yourself Yoga. Heute die erste Yin-Yoga-Stunde für die, die diesen Stil noch nie ausgeübt haben. Yin-Yoga unterscheidet sich ein bisschen vom Hatha- und Power-Yoga. Und zwar ist Yin-Yoga ein eher passiver Yoga-Stil. Im Hatha- und Power-Yoga arbeiten wir eher bewusst in die Asanas, in die Übungen hinein. Im Yin-Yoga passiert das Ganze eher ein bisschen unbewusster. Wir werden jede Übung etwa 3 bis 4 Minuten halten und wir wollen uns dann mit dieser Zeit in der Übung einfach weich und langsam hineinsinken lassen, ohne dass wir uns besonders groß anstrengen wollen, sondern wir wollen einfach ganz allein den Körper arbeiten lassen, ihm die Zeit geben, die er in jeder Übung braucht, einfach in der tiefen Dehnung zu versinken. Und dadurch wollen wir heute ein bisschen das Bindegewebe und die Faszien ein bisschen ansprechen, dass die sich ein bisschen lang machen, wieder weich werden und dadurch auch einfach sich der Körper ein bisschen entspannen kann mit der Zeit. Ganz wichtig dafür sind Hilfsmittel, die dir helfen in Übungen, in Vorbeugen, um den Kopf zu stützen oder dich vielleicht ein bisschen höher zu setzen in einem Sitz. Was du nutzen kannst, sind natürlich Yoga-Blöcke oder vielleicht hast du sogar ein Yoga-Kissen, so ein Yoga-Bolster oder ein Meditationskissen zu Hause. Such dir sonst einfach ein normales, bisschen dickeres Kopfkissen oder such dir vielleicht eine Faszienrolle oder irgendwelche großen Handtücher, die dich ein bisschen dort unterstützen können. Und ja, versuch das Ganze einfach. Es ist ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen ungewohnt, so lange oder sehr lange in diesen Asanas zu verweilen und sich wirklich mal Zeit zu nehmen für seinen Körper. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Die Yoga-Stunden sind meistens immer etwas länger, weil wir ja natürlich die Übungen auch immer 3 bis 4 Minuten halten. Deswegen wollen wir natürlich auch dort uns ein bisschen die Zeit auch nehmen. Ja, wie gesagt, such dir deine Sachen zusammen, zieh dich vielleicht ein bisschen Wärme an, wir bewegen uns nicht viel, wir machen viel im Sitzen, viel im Liegen und dann bis gleich auf der Matte. Namaste. Komm auf deine Matte, komm zum Liegen, beginne die Arme und Beine ein bisschen von dir abzuspreizen, weich mit den Füßen auseinander zu kippen, mit den Händen, mit den Handflächen nach oben zu drehen. Augen zu schließen. Und dann für dich hier zu sein. Anzukommen. Dich wahrzunehmen. Von den Fersen bis zum Hinterkopf spür die Rückseite deines Körpers im Boden versinken, dich vom Tag, von den letzten Stunden zu lösen. Deinen Fokus, deine Achtsamkeit in diesen Augenblick zu holen. Deine Atmung fließen zu lassen. Dich mit deiner Achtsamkeit ganz auf den Luftstrom zu konzentrieren. Die sanften Veränderungen mit jedem Atemzug in Nasen, Rachen, Lungen und Bauch wahrzunehmen.
nächsten Atemzüge werden etwas tiefer, etwas bewusster. Finde ein wenig Bewegung in den Händen und Füßen. Die Zehen wackeln, die Hände greifen, die Arme fangen an, die Schultern fangen an, sich ein bisschen zu bewegen auf der Matte, ein bisschen zu lockern, das Gewicht ein bisschen nach links und rechts zu verteilen, abwechselnd die Gesäßhälften ein bisschen anzuspannen und zu entlasten, dass das Becken sachte hin und her kippt. Und dann bring gern die Arme einmal zur Decke und streck dich nach oben, ein bisschen greifen, dich dann ein bisschen lang ziehen nach hinten mit den Fingern und den Füßen deine Körperlänge hier auseinander zu ziehen und zu genießen. Dann komm wieder mit den Händen nach vorne. Stell langsam die Füße auf. Bring einmal die Knie zur Brust. Greif dich einmal hier mit den Händen am Schienbein ein bisschen zusammenziehen. Ein wenig im Boden massieren, ein wenig kreisen. In der Matte mit den Knien über dem Bauchnabel. Und dann finden wir sachte in unsere erste leichte Dehnung. Halte das rechte Bein fest. Lass das linke Bein auf der Matte wieder lang werden. Und halte hier. Ganz leichten Druck finden am Schienbein, mit den Fingern gerne ineinander schließen. Das linke Bein versinkt wieder im Boden. Die Wade, die Ferse wird schwer. Schultern, Hinterkopf bleiben weich auf der Matte. Die Augen schließen sich wieder. Du findest hier die erste Haltung deiner Stunde, die erste leichte Dehnung fließt in den rechten Oberschenkel. Dann arbeite mit den Prinzipien des Yin-Yoga, den drei Wänden, den drei Grenzen. Die erste ist, deine Position hier zu finden, deine natürliche Haltung zu finden, wo du spürst, dass du Dehnung wahrnimmst. Dein Körper sanft arbeitet. Und an dieser Grenze, an dieser Wand bleibe. Und ohne mit Kraft oder Aggressivität durch sie hindurchzubrechen, lehne dich nur sanft dagegen. So wie du jetzt gerade mit den Fingern hier, mit den Händen leichten Druck ausübst am rechten Bein und so nach und nach weicher wirst, der Körper nachgibt, das zweite Prinzip ist die Ruhe, die Stille zu finden in jeder Übung. Dich nicht mehr groß zu bewegen, die Haltung in ihrer Stille zu genießen, um so ins dritte Prinzip zu gehen, mit der Zeit hier zu arbeiten, die du deinem Körper in der Position schenkst, um so tiefer hineinzusinken, nicht nur deinen Muskeln, Gelenken, Gliedern, sondern auch in deinem Bewusstsein, zwischen deinen Ohren, im Geist, die Ruhe, Entspannung und Stille zu finden.
Noch einmal tief einatmen. In der Ausatmung nimm den Druck von diesem Bein langsam raus. Löse dich. Vorsichtig das Bein aufstellen. Gerne das Bein leicht bewegen, mobilisieren, beugen und strecken oder einfach der Länge nach wieder ablegen. Dann wechsel. Lass das rechte Bein lang werden. Linkes Knie greifen, Schienbein mit den Fingern fassen, mit den Handflächen umfassen. Und auch hier wieder sachte den Druck finden. Der Oberschenkel arbeitet leicht Richtung Bauch. Das Knie zieht ganz sanft zur Brust. Das rechte Bein entspannt sich in der Länge. Und auch hier deine drei Punkte, deine drei Prinzipien wiederfinden. Grenze suchen. Ruhe finden. Und die Zeit für dich arbeiten lassen. Atmung weiter durch die Nase kommen und gehen lassen, wie du es für dich angenehm findest. In jeder Übung wahrnehmen, ob die unbewusste sanfte Atmung dir reicht oder du etwas aktiver dort wirst. Tief in die Dehnung hineinatmen möchtest. Tief einatmen, in der Ausatmung Druck auch von diesem Bein wieder langsam lösen, Fuß aufstellen, Bein gerne strecken und mobilisieren, wenn du möchtest, nach jeder Übung gerne eine Bewegung finden, die dir in den Sinn kommt und dir gut tut. Wieder im Shavasana kurz zur Ruhe, dann spüre kurz nach. Finde wieder einen Moment der Stille für dich hier. Und komm dann wieder in den Fokus. Lass die Gedanken nicht abschweifen. Dann wieder mit den Füßen auf die Matte. In die nächste Übung nimm dir deinen Gurt, deinen Gürtel, dein Handtuch, irgendetwas, mit dem du deine Arme verlängern kannst. Und dann bring hier deinen Gurt, deinen
Gürtel dein Handtuch um den rechten Fuß und beginne das rechte Bein langsam damit zu strecken, zur Decke zu ziehen mit der Ferse, mit dem Fußballen. Linken Fuß bleibt aufgestellt, sanft hinter dem Gesäß, auf der Matte noch für einen Moment hier. Dann finde die Länge im rechten Oberschenkel, vom Gesäß bis zur Ferse, ganz sachte das Bein auseinanderziehen. Die Hände wandern gern noch etwas nach oben weiter, sodass die Arme ein bisschen gestreckt bleiben. Schau, dass deine Gurt hier, dein Handtuch ungefähr am Fußballen ansetzt. Und dann finde Dehnung und die schöne Streckung. Atme ruhig, finde wieder hier deine Grenze. Bleibe dort. Nicht zu sehr zerren und ziehen, mit Achtsamkeit, mit Verständnis für deinen Körper in der Position halten. Wer mag, lässt das linke Bein mittlang werden auf der Matte, ablegen wieder über die Wade und Ferse. Auch wenn du hier ein bisschen diesen Dehnungsschmerz spürst, bleibe ruhig, denn am Ende der Übung liegt dieses schöne Gefühl, den Körper ein wenig mehr befreit zu haben von der Schwere des Alltags. Hier weiter gehen, weiter für dich sein, ohne zu erzwingen, sondern mit Geduld, Verständnis und Ruhe zu bleiben und zu arbeiten. Atme tiefer. Atme aus, löse aus der Streckung in die Beugung. Greife dein Schienbein, zieh das Bein wieder gerne kurz zu dir ran, bewege ein wenig den Fuß, das Fußgelenk, die Hüfte, das Knie ein bisschen kreisen lassen. Und dann geht's in die andere Seite. Rechten Fuß kurz nochmal strecken, das rechte Bein kurz ablegen. Und dann stell wieder die Füße auf die Matte und bring den Fuß und den Gurt auf der linken Seite zusammen. Auch hier am Fußballen ansetzen. Auch hier wieder die Länge finden und Streckung sachte aufbauen vom Gesäß bis zum Fuß. Schauen, dass die Schultern in der Matte bleiben. Du im Nacken keinen Druck spürst. Der rechte Fuß bleibt gerne noch auf der Matte aufgestellt. Für die ersten Atemzüge, für die ersten Augenblicke. Auch hier das Bein in seiner Position wahrnehmen. Auch hier
Nicht zerren, nicht ziehen, um länger zu werden, sondern den Impuls, den Druck nur leicht erhöhen, wieder an dieser Grenze, an dieser Mauer, nur sachte anlehnen und schauen, ob sie mit der Zeit von ganz alleine langsam umkippt. Rechtes Bein gerne strecken am Boden, lang machen. Diese Schere zwischen den beiden Oberschenkeln etwas mehr öffnen. Natürlich nicht quälen, wenn du merkst in einer Übung, dass es dir nicht mehr gut tut oder du dich zu sehr zwingen musst, dort zu halten, dann löse wieder raus, etwas weiter zurück oder ganz aus der Übung. Aber versuch dem Körper ein bisschen Zeit zu geben, Ruhe zu finden, Entspannung, Gelassenheit und Frieden zu finden in den Muskeln, im Körper. Tief ein, atme aus, löse, greif auch hier das Knie, auch hier beweg sachte ein bisschen den Fuß, das Hüftgelenk ein wenig lockern, gerne langsam den Gurt zur Seite legen. Gerne wieder kurz strecken oder dich anders bewegen nochmal. Frieden im Geist. Und im Körper. Stell die Füße wieder auf, Knie zusammenbringen für einen Augenblick hier. Und dann bring die Sohlen deiner Füße zusammen und lass die Knie auseinanderfallen in die Öffnung. In die Matte versinken hier außen die Beine. Die Hände legen gerne Richtung Bauchdecke, Richtung Oberschenkel ab. Schau, dass es im Steißbein, im Rücken angenehm bleibt. Nimm dir gerne Hilfen unter deine Oberschenkel, vielleicht einen Block auf jeder Seite, um ein wenig die Oberschenkel, die Knie zu stützen. Und dann lass die Knie mit der Schwerkraft zum Boden sinken. Länge und Dehnung entsteht. In den inneren Oberschenkeln, Leiste. Auch hier wieder nichts erzwingen. Auch
hier wieder mit Grenze, Ruhe und Zeit arbeiten. Keinen großen Druck auf den Fußsohlen, nur eine leichte Berührung am Ballen, an der Ferse. Entspanntes Gesäß. Wieder die Atmung spüren, immer wieder dorthin zurückkommen, mit deinen Gedanken dort bleiben, wenn du merkst, dass du abschweifst. Yoga ist die Verbindung zwischen Körper und Geist. Und das Band, das diese Verbindung herstellt, sind unsere Atemzüge. Unsere bewusste Atmung. Ein paar Momente länger hier. Und dann wieder tief ein, tief aus. Hände zu den Oberschenkeln, führe die Knie wieder zur Mitte zusammen, stell die Füße auf, greif die Schienbeine, massiere dich, werde schwer im unteren Rücken. Finde nochmal hier den Moment auf der Matte. Dann mach dich bereit, dich langsam aufzusetzen. Dreh dich auf deine Lieblingsseite, auf deine rechte oder linke Schulter und von dort richte dich dann auf und komm mit dem Gesäß auf die Matte. Auch hier nimm dir den Moment Zeit nach dem langen Liegen. Beweg dich ein wenig in Schultern, Armen, Händen. Und finde dann gerne hier gleich in die erste Vorbeuge. Wenn du brauchst, wenn du magst, nimm dir natürlich wieder Hilfen. Jederzeit Blöcke, Decken, vielleicht ein Kissen. Und wir gehen dort weiter, wo wir eben im Liegen aufgehört haben. Komm mit den Fußsohlen wieder zusammen. Lassen die Knie nach außen fallen. Wenn die Knie noch sehr weit in der Luft sind, sehr nah zusammenbleiben, nimm dir vielleicht etwas unter dein Gesäß, ein Handtuch oder sogar etwas mehr. Ein Kissen, einen Block. Leichten Kontakt herstellen hier zwischen den Fußballen, den Fersen. Hände vorne, an den Füßen oder auf der Matte. Knie sinken schwer nach außen und dann atme tief ein. Mach dich ein wenig lang hier. Schau nach vorne.
Und dann ausatmen, versinke langsam in die Vorbeuge. Dein Kopf fällt nach vorne. Deine Schultern werden schwer. Der Rücken rundet sich leicht. Die Augen gehen gerne wieder zu. Die Stirn fällt Richtung Füße. Das Gesäß ist ein Anker in der Matte. Noch hier beobachte, wo dein Körper zur Ruhe kommt, wo er stehen bleibt in der Vorwärtsbewegung. Dort ist wieder dein Punkt, an dem du dich hältst, wo du bleibst, wo du versuchst zu entspannen. Deinen Körper wahrzunehmen, die Dehnungen zu spüren, wieder in der Innenseite des Oberschenkels, im Rücken, in der Wirbelsäule, in den Punkten, die sich dort auseinanderziehen, vom Steißbein bis zum Hinterkopf. Unterarme werden vielleicht auf der Matte abgelegt und schwerer. Vielleicht dreh die Handflächen nach oben, um noch den letzten Griff zu lösen. Versuch den Nacken ein bisschen frei zu machen, während die Stirn, die Nase nach unten fällt. Beobachte den Lendenbereich, die letzten Wirbel dort, dass es nicht zu intensiv wird, dass nicht zu viel Stress entsteht. Denk dran, dass die Atmung dir hilft. Denk dran, hinter diesem Punkt, der etwas unangenehm ist, liegt das schöne Gefühl der Freiheit. Der Entspannung. Noch ein schöner, tiefer Atemzug hier. Und dann beginne dich ganz langsam wieder aufzurichten. Die Hände rutschen wieder zurück zu den Füßen. Dein Blick hebt sich. Der Rücken wird wieder länger. Der Blick geht zunächst nach vorne. Schließ die Knie. Stell die Füße auf und dann in der Einatmung, in der nächsten zieh dich lang zur Decke mit den Armen und komm dann in eine Gegenbewegung. Stell die Finger hinter dir auf, heb dein Herz in die kleine Herzöffnung hier, schieb dich zurück mit den Schultern zusammen, mit dem Blick heb zur Decke, halte hier ein wenig. Und beginne dann ein bisschen hin und her zu schieben, über dein Herz, über den Brustbereich,
vor und zurück zu arbeiten, so wie es für dich sich gut anfühlt. Wer mehr braucht, geht kurz in den Tisch, stellt die Füße auf, dreht die Hände um und drückt sich leicht in den vierbeinigen Tisch, hebt das Becken von der Matte. Und löst dann wieder sachte auf zum Boden, entspannt sich wieder gerne, fällt entspannt über die Oberschenkel mit dem Kinn nach vorne. Und dann komm von hier langsam in die Gegenhaltung. Dreh dich um, komm mit den Händen nach vorne, mit den Füßen und Knien nach hinten. Komm ein wenig hier in Bewegung nochmal im Rücken, streck dich im Katzenbuckel, im Kuhrücken hin und her und leg dich dann, wenn du bereit bist, in die Bauchlage tief auf die Matte. Und dann bringe deinen Körper in die Sphinx, in die leichte Rückbeuge hier. Bring die Ellbogen unter die Schultern. Bring die Hände parallel zueinander groß auf die Matte. Und hebe dich dann langsam weg vom Boden. Hier dein Herz öffnet sich. Die Füße werden lang und schwer, etwas breiter gerne werden dort hinten. Blick geht sanft nach vorne, lass den Nacken auch hier wieder in Verlängerung der Wirbelsäule, lass den Nacken frei hier, drück die Schultern vielleicht minimal zusammen, spüre, wie sich hier vom Becken, vom Bauchnabel bis zum Kinn der Körper leicht streckt. In der Wirbelsäule sich leicht zusammenzieht. Achte auf die Lenden, Wirbelsäule. Auch dort wieder gerne den Druck rausnehmen, wenn du merkst, es ist unangenehm. Komm mit den Armen etwas weiter nach vorne und lege das Herz etwas tiefer ab. Schließe deine Augen, egal wo du bist. Nimm dich wahr, nach der Vorbeuge von eben, in dieser schönen Gegenhaltung hier. Deine Zeit genießen, Frieden finden. Nicht mehr groß zu bewegen. Denk ganz zweite Prinzip der Stille, der Ruhe. Die Zeit hilft dir, hilft deinem Körper zu entspannen. Und egal, ob es deine erste oder deine tausendste Stunde auf der Yogamatte ist, immer wieder neu dich wahrnehmen, hier und jetzt sein, beobachten, wie weit du gehst, wenn du mehr möchtest aus irgendeinem Grund heute, dich gut fühlst. Komm in den Seehund, komm eine Etage höher. Die Arme werden etwas größer, etwas breiter und dann streck dich langsam in den Armen, streck die Ellbogen und löse dich noch etwas weiter weg von der Matte. Immer noch mit dem Herzen geöffnet bleiben, mit den Schultern hinten,
mit dem Becken, den Oberschenkeln schwer auf der Matte. Egal, wo du bist, nochmal tief einatmen. In der Ausatmung löst dich langsam wieder mit dem Bauch, mit den Ellbogen und dann mit Brustkorb und Stirn zur Matte tief. Leg gerne den Kopf seitlich ab. Begradige wieder. Die Füße etwas näher zueinander legen. Wenn du eine Bewegung brauchst, fang an mit dem Becken ein bisschen zu wackeln, ein bisschen dort zu mobilisieren, hin und her zu kippen oder dann in den Füßen einmal in den Knien zu beugen und ein wenig hin und her zu fallen, wie ein Scheibenwischer hier. Die Fersen nach rechts und links kippen zu lassen. Und dann sachte geht's von dieser Position ins Kind zurück. Und wir werden schwer und klein auf der Matte in unsere Position. Mit dem Bauch fallen wir auf die Oberschenkel, mit dem Kopf auf die Matte, mit den Armen gerne hinten ablegen. Und dich ein wenig zusammenrollen hier, den Druck aus den Wirbeln nehmen. Den Rücken entlasten hier nach der Vor- und der Rückbeuge. Sehr gut. Aus dem Kind hebt dann den Blick, richte dich auf, komm nochmal mit den Händen nach vorne, komm nochmal ein wenig hier in Bewegung im Wirbelsäule beugen und strecken, Katzenbuckel hin und her schieben, ganz leicht, ganz sachte, viel langsamer als wie du es wahrscheinlich sonst tun würdest. Bringen wir nochmal kurz Länge in den Körper, linken Fuß heben, nach hinten strecken, rechten Arm nach vorne, hier kurz einmal lang ziehen, Daumen zeigt nach oben, Ferse zieht nach hinten, Becken bleibt neutral und dann löse und wechsel das andere Bein rechts nach hinten, linker Arm nach vorne, auch hier. Zwei, dreimal ein- und ausatmen, halten, dich strecken, dich auseinanderziehen. Und wieder absetzen. Von hier zieh dich kurz in den Hund. Komm einmal mit den Knien von der Matte, mit dem Gesäß in die Luft. Dann wollen wir in eine Vorbeuge kommen nochmal.
um nochmal den Rücken ein bisschen auseinander zu strecken. Wandere mit den Fingern zurück zu den Füßen. Stell die Beine ein bisschen breiter auf hier, eine Fußbreite mindestens. Und dann beug die Knie etwas an, leg den Bauch auf die Oberschenkel und falle dann entspannt mit der Nase zu den Knien, mit dem Scheitelpunkt des Kopfes zum Boden. Gerne etwas unter die Hände legen, vielleicht einen Block, um dich etwas zu stützen. Und dann fall hier nochmal in die Matte hinein, wer mag. Spürt nochmal das Gewicht auf den Füßen gleichmäßig sich verteilen. Lässt die Knie nicht nach innen fallen. Wenn du magst, greife gerne mit den Händen deine Ellbogen und häng dich ein bisschen nach vorne aus. Genieß nochmal dieses Gefühl. Vom Steißbein hinunter bis zum Nacken, wo der Körper sich auseinanderstreckt mit der Schwerkraft. Das Gesäß bleibt in der Luft. Wenn du Druck spürst im unteren Rücken, beug die Knie einfach etwas mehr. Sehr gut, nochmal tief ein, tief ausatmen, beug die Knie etwas mehr, komm mit den Händen kurz zum Schienbein und dann streck dich nochmal kurz hier in die halbe Vorbeuge, kurz einmal Länge nochmal finden, wie ein umgedrehtes L über der Matte und dann wieder tief. Hände wandern nach vorne, über den Hund nochmal strecken. Und dann geht's in die Taube für die Hüftdehnung mit dem rechten Unterschenkel. Komm nach vorne. Klapp aus. Linkes Bein hinten lang werden lassen. Achtsamkeit zum Knie vorne lenken, dass du im rechten Bein, im rechten Knie keinen Schmerz spürst. Helf dir gerne, nimm dir einen Block oder etwas Weicheres unter das rechte Bein, unter das rechte Gesäß, um dort ein bisschen zu stützen. Spür hier schon die Dehnung im rechten Gesäß ein bisschen wahrnehmen. Im rechten Hüftbereich fließen. Und dann komm gerne mit den Händen, mit den Unterarmen zum Boden. Tiefer hineinfallen. Blickfeld zur Matte. Schau, dass du nicht auf dein rechtes Becken kippst. Schau, dass der Körper gerade bleibt hier. Komm dann gerne noch länger mit den Armen nach vorne und fall mit dem Herzen tief zur Matte. Schultern entspannen sich. Die linke bleibt etwas schwerer. Dein linker Hüftknochen fällt Richtung rechte Ferse. Tiefe Dehnung in der rechten Gesäßseite. Atmung auch hier so steuern, wie du es brauchst. Gerne bewusst in die Dehnung hineinatmen.
sehr intensive Dehnung. Gib dem Körper Ruhe und Zeit. Immer noch weich in Schultern, weich im Gesicht bleiben. Bauch und Herz sinken noch etwas tiefer, entspannen noch etwas mehr. Tief einatmen, ausatmen, Blick heben, Hände wandern vorsichtig zurück, richte den Oberkörper auf, noch nicht ganz rauskommen hier, nicht hastig werden, linken Fuß aufstellen, Druck in die Hände bringen, nach vorne verlagern das Gewicht auf die Finger und dann heb das rechte Bein von vorne nach hinten zurück in Hund- oder Vierfüßlerstand, streck es ein wenig, gerne auch einmal zur Decke vielleicht ziehen, ein bisschen mobilisieren, den Druck vom Unterschenkel, vom Schienbein lösen. Gerne dann ins Kind kommen, in den Sitz kommen, für einen Augenblick vor der anderen Seite. Und dann finde deinen Weg zum linken Unterschenkel. Starte wieder aus dem Vierfüßler oder aus dem Hund. Und bring den linken Unterschenkel zwischen die Hände. Klapp dich auch dort sanft aus. Je weiter und umso intensiver wird das Ganze, achtsam bleiben, dass du im linken Knie keinen Schmerz spürst. Block, Decke, Handtuch wieder nehmen und dir helfen unter dem linken Gesäß. Und dann komm auch hier in deine Dehnung. Links im Gesäß in der Hüfte wahrnehmen, wie du dich lang ziehst. Komm auf die Unterarme. Komm gerne mit dem Bauch zum Boden. Und mit der Stirn ablegen. Deine Ruhe, deine Position einnehmen, die du hältst, wo du dich nicht mehr groß bewegst. Und die Zeit genießt, die du deinem Körper auf dieser Seite schenkst.
Entspann die Schultern. Entspann dein Gesicht. Auch wenn die ersten Augenblicke hier sehr intensiv sind. Mit jedem Atemzug löst du dich etwas mehr, gibst du noch etwas mehr vom Druck ab. Noch einmal wieder tief ein, tief aus. Der Blick hebt sich, die Hände wandern zurück zum linken Bein. Noch hier wieder erst stützen, ein wenig halten. Rechten Fuß aufstellen und dann mit ganz viel Kontrolle Gewicht auf die Finger verlagern und das linke Bein wieder zurückschieben und Entlastung finden, Gegenbewegung, Streckung finden. In deinem Hund oder im Vierfüßler. Kind oder im Sitzen wieder auf der Matte ankommen. Sehr schön. Noch wieder etwas mehr gelöst. Noch etwas mehr zur Ruhe gekommen. Aus dem Kind oder aus dem Sitz komm wieder in den Vierfüßlerstand. Komm dann noch einmal in die Schulterdehnung. Bring die Hände weiter nach vorne. Schau, dass die Knie nicht zu hart sind, sonst setz dir gerne noch ein Handtuch unter die Beine oder roll vielleicht die Matte etwas auf. Und dann lass das Gesäß über den Knien. Bring langsam dein Herz Richtung Matte. Und lass langsam dich hier ein bisschen zum Boden fallen. Hände mindestens schulterbreit. Lang vom Hinterkopf bis zum Steißbein. Und dann sinke mit dem Herzen tief und finde die Dehnung Schulter im Schulterbereich.
Wenn dir das hier zu viel, zu intensiv ist, mach das Ganze aus dem Kind heraus, komm mit dem Gesäß auf deine Fersen, öffne dort die Knie und streck dann die Arme nach vorne lang. Lass die Hände groß auf der Matte. Lass die Schultern nicht zusammensinken, sondern fall mit dem Trizeps leicht nach außen. Steißbein über dem Knie in der Luft. Auch hier nur mit Schwerkraft gehen. Nicht zu großen Druck ausüben auf Nacken und Schultern. Hände nochmal groß machen, noch etwas tiefer versinken mit dem Herzen in der Matte. Einmal tief ein, ausatmen, Hände greifen zu, komm zurück, langsam nach oben, nach hinten wieder auftauchen, im Sitzen, langsam. Blick heben zur Mitte, zum Horizont. Schultern bewegen nach der Dehnung. Ein bisschen kreisen in den Armen. Wenn du hier vorne warst, komm vielleicht nochmal kurz ins Kind. Entspann schwer. Mit dem Bauch auf die Oberschenkel. Komm nochmal hier mit dem Blick nach vorne und dann gehen wir nochmal in die Seitstreckung. Komm einmal oder nimm uns einmal das Kissen auf die Matte. Wenn du kein Yogakissen hast, nimm dir vielleicht einen Block und leg dir etwas Weiches darüber. Dann komm mit der rechten Seite deines Körpers auf dein Kissen. Leg dich drüber. Zieh das rechte Knie zur Vorderseite ran. Das linke Knie bleibt in Verlängerung des Beines. Schau, dass du nicht zu sehr unter der Achsel und auch nicht zu sehr unter dem Becken liegst. Und dann streck den rechten Arm nach vorne. Mach dich ein wenig hier schwer. Und dann fall mit dem rechten Ohr auf den Arm. Bleib mit den Schultern übereinander. Und nimm dann langsam den linken und zieh ihn über das linke Ohr und leg die Finger
aufeinander. Und finde hier eine angenehme Seitstreckung. Schau, dass du eine Linie, ungefähr eine Linie hast. Vom linken Knie bis zu den linken Fingerspitzen. Dein Herz zur Seite zeigt. Du im Nacken, im Schulterbereich keinen großen Druck spürst. Und dann leg dich hier in so eine kleine Kurve, in so eine sanfte Bananenhaltung über dem Kissen. Neige dich leicht nach hinten vielleicht nochmal, um nicht nach vorne zu fallen. Die schöne Streckung unter der linken Achsel, in der linken Flanke. Versuch dich ganz zu entspannen auf deinem Kissen, auf deiner leichten Erhöhung hier. Atme ein, atme aus, löse die linke Hand wieder zurück zum linken Becken, stütz dich über den rechten Unterarm, über die Hand, komm wieder langsam zurück nach oben, dreh dich zu den Füßen, zu den Beinen und dreh dich dann einfach auf die andere Seite. Und mach direkt den Wechsel. Leg dich auf dein linkes Becken, auf deiner linken Flanke, auf dem Kissen ab. Auch hier zieh das linke Knie vorne ran. Schau, dass du nicht zu sehr unter der Achse liegst. Und fall dann mit dem Arm nach vorne. Leg dich mit dem Kopf auf dem Oberarm ab. Und zieh dann den rechten Arm über das Ohr, über den Kopf nach vorne für die Seitstreckung hier. Rechtes Knie am Boden, du kannst das rechte Bein natürlich auch gerne strecken. Schwer hinein versinken. Blick geht nach rechts. Schultern, Hüften übereinander. Atmung ein wenig Richtung rechte Flanke schicken.
die Stille genießen, die Zeit halten. Der Körper versinkt in dieser kleinen Kurve. Dann wieder tief einatmen, ausatmen, lösen, den rechten Arm zurück zur Decke und nach hinten zum rechten Becken ablegen. Der Kopf hebt sich, linke und rechte Arm stützen dich ein wenig und du drehst dich ganz vorsichtig wieder nach hinten zu den Füßen. Hängst dich gerne einen Moment aus. Kommst vielleicht nochmal in Bewegung im Vierfüßler, nochmal ein wenig beugen, ein bisschen strecken. Wenn du magst, nochmal ins Kind nach hinten setzen. Die Knie nochmal öffnen, streck nochmal dich ein bisschen auseinander hier. Und dann geht's von hier in die Rückenlage zurück. Wenn du bereit bist, komm mit den Beinen nach vorne. Greif die Knie. Roll dich zurück zur Matte. Zieh dich nochmal zusammen. Komm nochmal in die kleine Drehung. Arme ausspreizen. Füße und Knie zusammenlegen. Nach links fallen mit den Knien. Nach rechts fallen mit deinem Blick. Atme nochmal die Flanke, entlasse nochmal den unteren Rücken. Mach die Schultern und Finger nochmal schwer. Lass die Fersen am Gesäß, die Knie aufeinander gelegt. Kopf zur Mitte, heb wieder den Blick, die Füße aufstellen, wechsle die Seite, Knie zusammen nach rechts, Blick nach links, auch hier nochmal
Die Seite beatmen, die Drehung genießen. Wieder erst den Blick, dann die Beine wieder zur Mitte. Letzter kleiner Schub, Füße aufstellen, Hände nochmal an den Körper, Gesäß nochmal heben von der Matte. Kleine Brücke hier nochmal aufbauen. So weit rausschieben, wie du es angenehm findest. In der nächsten Ausatmung wieder abrollen, langsam wieder die Knie, Schienbeine nochmal greifen und dann mach dich frei, mach dich bereit für dein Shavasana. Komm in deine Länge zurück, wie du die Stunde begonnen hast, beendest du sie auch wieder. Wenn du magst, leg dir etwas unter die Knie, ein Kissen vielleicht, leg dir etwas auf die Augen. Und dann eine letzte schöne Sache noch zusammen wieder. Ein tiefer Atemzug durch die Nase, so tief du kannst. Halte die Luft am höchsten Punkt. Und dann öffne den Mund, atme aus. Finde Frieden. Finde Ruhe im Geist. Spüre die Verbindung. Genieße deinen Augenblick auf deiner Matte hier und jetzt für dich.
Die Hände spürst du als erstes, danach die Füße. Die nächste Einatmung wird wieder etwas länger, etwas tiefer. Bringst ein bisschen Streckung nochmal in den Körper. Nach hinten ziehen. Die Arme, die Füße nach vorne. Dann stell dich wieder auf, dreh dich nach und nach noch ein bisschen hin und her, kipp ein bisschen, massier dich ein bisschen hin und her. Und sei dann wieder auf deiner Lieblingsseite, für einen letzten Moment hier auf deiner Matte nochmal innehalten. Und dich aufrichten. Zum Abschied, komm nochmal zum Sitzen. Zusammen hier mit mir auf die Matte. Genieße dieses Gefühl im Körper, der hinter der intensiven Dehnung jetzt hier steht. Eine neue Welt, die sich auftut. Des Glücks, der Entspannung, der schönen Gefühle in deinem Körper und Geist, die Verbindung wiederhergestellt. Gestärkt. Komm ins Namaste. Hände zusammenbringen, nochmal schließen, hier den Kreis schließen für dich. Dich wie immer ehren, dich bedanken für die Zeit, die du dir geschenkt hast, die wir uns immer noch zu selten nehmen. Für uns, ganz für uns. Atme ein, mach dich lang, streck dich zur Decke. Atme aus zur Stirn, für klare Gedanken. Zum Kinn, zum Mund, für wahre und ehrliche Worte. Zum Herzen, für ganz viel Kraft und ganz viel Energie. Verneige dich. Namaste. Vielen Dank fürs Mitmachen wieder. Ich hoffe, dir hat auch diese Stunde, diese etwas ruhigere, etwas längere Yin-Yoga-Stunde gut getan und gut gefallen. Ich finde es ganz wichtig, auch zum Ausgleich diesen Yoga-Stil ein bisschen mit in seine Praxis mit reinzubringen. Ich bin auch ein Typ, der viele Power- und viele Hatha-Sachen macht und gerne sich ein bisschen auslebt auf der Matte, aktiv auslebt auf der Matte. Aber ich finde auch ganz wichtig, zum Ausgleich diese Übungen und diesen Stil mit reinzubringen, mit auszuüben. Ganz wichtig für mich selber und merke auch immer wieder, wie gut es mir tut. Ja, und wenn es dir wieder gefallen hat, dann gib gerne wieder einen Daumen hoch, abonniere den Channel. Und wenn du mich etwas mehr unterstützen möchtest, wenn du dich fragst, wie du mir helfen kannst und meinem Channel hier ein bisschen helfen kannst zu wachsen, kannst du gerne mein Patreon werden. Ich setze den Link unter das Video. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag kannst du mich dort unterstützen. Schau gerne mal rein. Wenn du mehr Yin-Yoga-Stunden machen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Und dann bleib weiter fleißig, bleib weiter beim Yoga. Bis zum nächsten Mal auf der Matte. Namaste.